In diesem Video möchte ich mit den Gerüchten und Spekulationen rund um den Start von Varro 5 aufräumen und zeige, wie euch manche Leute total verarsche. Nachdem Minecraft ja in letzter Zeit quasi tot war, gibt's zurzeit einen gewissen Hype um einen möglichen Start von Varro 5. Wenn wir hier oben mal nach Upload-Datum sortieren, sehen wir, dass täglich jede Menge Videos online kommen mit irgendwelchen Vermutungen und Spekulationen rund um Varro 5, rund um den Start von Varro 5 und rund um irgendwelche Teams. Meistens basieren die Videos auf irgendwelche Aussagen von YouTuber der Varro 4 Teilnehmer, wie zum Beispiel hier von Unge oder von Venikraft oder allgemein von Phasen und ähnliche. Veni zeigte im Stream vor einigen Monaten zum Beispiel seine Serverliste, wo ein Server endlich wieder Varro heißt. Das war allerdings höchstwahrscheinlich nur ein Spaß, weil jeder kann seinen Server irgendwie benennen. Und Kevin, hol mal Luft. Danke. Ein weiteres Video verweist darauf, dass Phasen den Start bestätigt, und zwar mit einem Instagram-Post, wie hier in die Kommentare. Und zwar geht es darum um Werbung für ein Minecraft-Buch. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass Minecraft-Bücher sich zu Zeiten, wo Minecraft nicht gerade gehypt ist, sich nicht so gut verkaufen. Und umso besser kommt es, wenn man natürlich Varro erwähnt, gleich am Anfang von seinem Post. Ein sachlicher Hinweis, dass, wie Kevin sagt, Varro startet oder bald startet, wie er es sogar sagt, kann ich allerdings in dem Posting überhaupt nicht finden. Nächster Hinweis war, Paluten und Jom Let's Play spoilern Varro 5. Und zwar hin Paluten und Jom Let's Play im Video von einem Projekt gesprochen, das weitergeht oder neu startet, in eine neue Runde startet oder irgendwie sowas. Und dessen Name sie aber nicht sagen können oder wollen zu dem Zeitpunkt. Nun ist natürlich die Frage, das könnte natürlich Varro 5 sein, es können aber genauso gut auch 100 andere Projekte sein. Und mittlerweile wurde meines Wissens gesagt, dass es sich nicht um ein Minecraft-Projekt handelt, also auch nicht um Varro 5. Die Aussage, die allerdings die größte Welle geschlagen hat, war die von Ungespielt. Und zwar hat Ungespielt im Stream Folgendes gesagt. Varro? Varro kommt im Dezember? Warum kommt im Dezember? Und diese Aussage hatte wahre Welle an Gerüchte hervorgerufen. Das ging nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter und ähnliche Plattformen. Dass doch Varro im Dezember startet, dass das doch bestätigt ist, offiziell. Naja, es ist nicht offiziell bestätigt, wenn Ungespielt es sagt. Und vor allem hat Ungespielt kurze Zeit später wieder zurückgerudert. Ungespielt hat im weiteren Stream nämlich das richtig gestellt und gesagt, dass Varro 5 nicht von ihm im Dezember angekündigt worden ist, sondern dass es einfach sein letzter Stand war, der aber schon Anfang 2018 ihm bekannt war. Und er einfach das nur mal wiederholt hat. Aber die offizielle Ankündigung, die bleibt natürlich dem Projektleiter GLP überlassen. Und seither behauptet eben manche, dass Varro im Dezember startet, und das ist aber eigentlich nur ein Gerücht. Manche sogenannte Varro-News-YouTuber behaupten sogar in Video, Titel oder Thumbnails, dass der Varro 5-Termin bestätigt wäre und vermitteln den Eindruck, als gäbe es schon genau den Tag, an dem das startet. Und das ist einfach richtig dreckiger Clickbait, der tausende Leute, man sieht es hier 85.000, hier 38.000, bla bla bla, die richtig viele Leute erreichen, verarschen und enttäuschen, weil es in den Videos überhaupt nicht darum geht. Die Info, die kommt in dem Video gar nicht nochmal vor. Das ist einfach nur richtig dreckiger Clickbait. Also ich habe nichts gegen Clickbait, also es verleiten zum Anklicken, das ist an sich ja nichts Schlimmes. Sogar Zeitungen nutzen in ihre Schlagzeile quasi Clickbait. Der Unterschied zwischen gutem und bösem Clickbait besteht aber darin, dass bei gutem Clickbait im Video tatsächlich auch das vorkommt, was in interessant gestaltete oder betonte Titel oder Thumbnails gezeigt bzw. genannt wird. Bei bösem Clickbait hingegen werden auf Titel und Thumbnails Dinge und Fakten angekündigt, die im Video in keinster Weise zum Finden sind, und das sind diese Dinge hier. Leider nutzen diesen bösen Clickbait viele große und kleine YouTuber und verarschen damit ihre Fans und Zuschauer. Leute, lasst euch nicht verarschen. Übrigens, ich selber nutze auch Clickbait auf meinem Kanal, allerdings nur bezogen auf Dinge, die wirklich im Video vorkommen. Auch wenn es manchmal ein bisschen übertrieben ist, um schlechte Witze zu machen. Bestes Beispiel ist, ich schließe meinen Kanal.
Ich verlinke euch das mal oben, das ist einfach nur ein schlechter Witz. Aber ich sag's nochmal, lasst euch bezüglich eines Varo 5 Starttermins nicht von irgendwelchen pseudoseriösen News-YouTuber verarschen. Was bringt euch der Hype, der aufkommt, wenn Varo 5 dann vielleicht doch gar nicht im Dezember startet? Wenn man wirklich wissen will, wann Varo 5 startet, reicht es im GLP zum Folgen auf Twitter oder auf YouTube zum Abonnieren, weil er wird Varo 5 mit Sicherheit selber ankündigen, wenn es soweit ist. Er ist der wahre Boss und steckt viel Kraft und Zeit in die Planung. Ich bin mir absolut sicher, dass er dann sein Baby auch selber ankündigen wird und nicht irgendwer anders vor ihm. Kein News-YouTuber und auch kein anderer YouTuber. Diese Varo-News-Kanäle, die will er einfach mit null Aufwand möglichst viele Klicks machen. Ich bitte euch, liebe Varo-News-Leute, wartet bis Varo losgeht und macht dann die News, wer wann gestorben ist. Das liegt euch aber nicht hier so. Billige Masche, bitte, ja? Und wenn euch Zuschauer die Thematik Varo 5 interessiert, dann empfehle ich euch das eingeblendete Video hier rechts. Dort habe ich nämlich Giga Creevy aus Varo 4 gefragt, wann er glaubt, dass Varo 5 startet, wie er mit 400 Abonnenten in Varo reinkommen ist und was man für Skills mitbringen muss, um in Varo mitspielen zu dürfen. Danke fürs Zuhören und lasst euch nicht verarschen. Folgt einfach nur GLP und habt viel Geduld. Dankeschön, Ende, ciao.